wir zwei. Zuerst einmal die Ekaterina, jetzt haben wir die Katrin. Ja. Schön, da brauchen wir nicht umstellen. Macht Sinn, oder? Macht Sinn. Wunderbar. Ich nehme auch die klassische Variante. Ah, wieso redet ihr den Switchinger? Der Switchinger gehört dazu. Tut mir leid. Okay. Gut, liebe Katrin, bereit? Jawohl. Selbstverständlich, dann geht's los. Starten wir hinein in unser Spiel. Drei Tage vor Silvester. Zu den Basics der Mathematik gehören Gleichungen mit einer auserwählten, angebeteten, fremden oder unbekannten. D der Unbekannten. So ist es. Welches Angebot lockt Fischesser ins Restaurant? Eroberung des Jahres, Diebesgut des Monats, Fang des Tages oder Beute der Woche? Der Fang des Tages. The Catch of the Day, wie man so schön sagt. Ja. Ja. Was sagen Sie denn zu dieser Frage? Vielen Dank, dein Kompliment geht runter wie Essig, Öl, Salz, Pfeffer. Das muss wohl das Öl sein. Das ist das Öl, genau. Ein Magister, sind Sie eine Magistra? Ja. Okay. Ein Magister ist dem Wortursprung nach ein Kellner, ein Taxifahrer, ein Lehrer oder ein Arbeitsloser? Würde ich fast den Lehrer nehmen. Fast den Lehrer nehmen, wobei natürlich auch sehr viele Taxifahrer Magister sind. Oder Arbeitslose. Ja, leider Gottes, ja. C, Lehrer, selbstverständlich. Zu Daisy Ducks typischem Outfit zählen. Sportliche Sneaker, elegante Pumps, elastische Turnpatscheln oder flache Riemchensandalen mit weißen Socken. Nein, es müssen die eleganten Pumps sein. Antwort B. Antwort B. Genau, Daisy Duck hat immer High Heels on. Richtig. Weiter, guter Einwand. Frage Nummer 6, 1000 Euro. Wir nähern uns schrittweise der Million. Aus welchem Inselstaat? Okay, das kann man jetzt eigentlich schon ein bisschen als Geografiefrage werten. Gell? Mhm. Aus welchem Inselstaat im Pazifik wird durch Ändern des letzten Buchstabens eine griechische Insel, deren Wein beliebt ist? Nauru, Tonga, Fidschi, Samoa. Samos gibt's. Dann nehmen wir mal doch die, genau. Jetzt haben wir doch die zwei Tuffel der Groschen vollen. Ja, Samoa war ganz hinten. Samoa, genau. War ganz hinten in der Reihe und dadurch hat es ein bisschen länger gedauert. Samos und der Wein heißt auch Samos. Gut. Gott sei Dank. Ja. Togo, zu Ihrer Information, ist grün-gelb gestreift mit 5 Streifen plus weißer Stern auf rotem Grund links oben. Genau. Habe ich gesagt. Ja, voll gesagt. 1000 Euro mal 2 ergibt 2000. Wem serviert Butler James das legendäre Dinner for One? Miss Candy, Miss Sophie, Miss Margaret, Miss Camilla. Das ist die Miss Sophie. Bin ein Fan von Dinner for One. Okay. Antwort B. Dann nehme ich das kommentarlos zur Kenntnis, außer einem Wort, nämlich richtig. Schön. Was kommt als nächstes? Ich bin gespannt wie Sie. Das ist auch interessant. Was steht auf unterster Stufe der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow? Das wissen Sie, gell? Schau mal. Nahrung und Schlaf steht ganz unten oder Selbstverwirklichung oder Gefühl von Sicherheit oder soziale Beziehungen. Ja, also diese Bedürfnispyramide kenne ich schon. Mhm. Und
Selbstverwirklichung ist nicht, das ist ganz oben natürlich. Und Gefühl von Sicherheit ist schon wichtig, aber vielleicht nicht so wichtig wie Nahrung und Schlaf. Und soziale Beziehungen sind auch nicht so wichtig wie Nahrung und Schlaf. Würde ich jetzt mal sagen. Ich nehme auch Nahrung und Schlaf. Antwort A, Nahrung und Schlaf, ja? Ja. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide, gell? Physiologische Bedürfnisse stellen die Grundbedürfnisse eines Menschen, wie zum Beispiel Nahrung, Wasser und Schlaf, und sind daher auf der allerersten Stufe in der Pyramide. Richtig? Die Maslow'sche Bedürfnispyramide. So, wir hätten schon die 9. Frage auftauchen. Mhm. Ja, schön. Was kommt da daher? Oh. Was zeichnet den Brachiosaurus aus, liebe Katrin? Oje. Ein langer Hals, ein Nackenschild, Flügel oder verkürzte Arme? Ja, das kann jetzt alles sein. Ich habe keine Ahnung und überlege auch gerade, ob ich da den passenden Joker habe. Aber eigentlich nicht wirklich. Jetzt ist die Frage, ob das Publikum da der richtige Ansprechpartner wäre. Aber die brauche ich eigentlich für was anderes. Wissen Sie was? Wir machen jetzt zuerst den 50-50 und dann rufen wir wen an, dann tut sich der leichter. Haben Sie einen Dinosaurier-Spezialist? Nein, eben aber nicht. Darum kriegt er nur zwei. Aber einen Naturwissenschaftler. Aber denn seine Fachgebiete liegen mehr bei den Sternen und in der Physik. Ja, aber schau, wenn der das weiß, dann weiß er es mit 4 Begriffen ja. Aber wenn er es nicht weiß, dann rät er es mit 2 leichter. Widersprich nie einer Salzburgerin. Ja. Wen rufen wir an? Also nein, 50-50, so haben sie gesagt. Ja? Dann machen wir mal 2 weg. Dann machen wir mal 2 weg, weil vielleicht reicht es ja Ihnen auch schon, wer weiß. Der Brachiosaurus zeichnet sich aus durch einen langen Hals oder durch Flügel? Wir rufen den Josef Eder bitte an. Gut. Der ist ein Freund von Ihnen oder ein Lehrerkollege? Der war ein Kollege, also ich habe in der Zwischenzeit die Schule gewechselt, aber ist immer noch ein guter Freund von mir und auch eine Spielratte. Okay. Ja. Und der freut sich total, wenn man jetzt kann Ihnen auf die Sprünge helfen, ne? Genau. Herr Eder. Meister Eder. Meister Eder ist kein Bläder. Wer ist ein Bumkel? Ich. Eder? Herr Eder, Sie sind in der Millionisch und ich begrüße Sie sehr herzlich dabei. Ulalala. Ulala, genau, sehr schön. Die Katrin ist bei mir. Sie hat gesagt, zwei Antwortmöglichkeiten haben wir sofort weg, damit Sie sich leichter tun. Bin eigentlich, was Sie zu dieser Frage sagen werden. Naja. Ich halte mich mal fest. Halten Sie sich an, 10.000 Euro ist die Dotation und die Katrin wird Ihnen jetzt laut, deutlich und dialektfrei vorlesen. Gut. Was zeichnet den Brachiosaurus aus? Einen langen Hals oder Flügel? Ich glaube Flügel, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, kannst du von dem Wort irgendwas herleiten vielleicht oder so? Brachiosaurus? Oh, ja, überleg. Also, ja, jetzt ist es eh gleich aus. Ja, ich würde sagen Flügel. Aber jetzt haben wir nur einen Joker, oder? Ja, aber das ist jetzt ein Blödsinn. Wieso? Weil jetzt eh alle Flügel nehmen. Wahrscheinlich. Wer weiß?
Ich kann ja nur eins feststellen, der Switchinger ist kein schlechter Joke. Ja, ich bereue es total. Ja, das sollen Sie auch ein bisschen. Absolut. Oder hätte man können die Frage sogar jetzt noch austauschen. Hätte man können. Ja, mit dem Switching. Das ist natürlich richtig. Er ist sich nicht sicher und sagt Flügel. Ja, er ist sich nicht sicher und sagt Sie haben überhaupt keine Meinung. Keine Meinung. Aber ich vertraue dem Josef und nehme die Flügel. Und verzichten auf die finale Absicherung durch den Publikumsjoker. Ja. Den finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Wickelnd, okay. Aber wahrscheinlich, ja. Wie jetzt? Na? Was? Wir zocken. Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, dass ich nicht tue, ist zocken. Und das tun wir jetzt. Okay. Sie nehmen also Antwort C. Ja. Flügel, okay. Den Brachiosaurus, also der andere, der mit den kurzen, das ist der Tyrannosaurus Rex. Den Brachiosaurus zeichnet aus, dass er langen Hals. Oh. Hat einen langen Hals, ja. Der Brachiosaurus hat einen langen Hals, liebe Katrin. Und Sie um 500 Euro. Leider ist nicht mehr geworden. Leider ist nicht mehr geworden, aber ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt. Danke vielmals. Danke. Und selbstverständlich auch Ihnen einen guten Rutsch um ins neue Jahr. Gell? Und gesund bleiben. Bitte schön.